Und so, willkommen zurück zu Ocarina of Time. Wir sind in Kakariko. Heute haben wir auch kurz abgenommen. Wir sollen nämlich noch zwei weitere heilige Steine suchen. Und dann wieder zurück ins Schloss kehren. Oh, das war jetzt dumm. Auch vorher sammeln wir hier noch ein paar Hühner ein. 6 Stück waren es nur. Jetzt haben wir eins noch gefunden, das heißt 5 weitere. Ich glaube, da gab es irgendwas. Wie kommt das Huhn in die Kiste rein? Ernsthaft? Ah, hau doch nicht ab, du scheiß Ding, Alter. Was sind die Hühner? Am besten abschlachten, ne? Nein, Spaß. Ups. Nein, du sollst das nicht wegwerfen. Ich brauche eins, um da jetzt hier oben rüber zu fliegen. Wollte ich ja schon in der letzten Folge rüberfliegen, aber ist ja nicht gesprungen, der kleine Link hier. Aufpassen, ist irgendwo ein Loch noch. Cool. Zack. 1, 2, 3. Hier oben ist noch 1, 4, 5. Okay, dann haben wir alle. Alles klar. Ja, 1 hier oben, einfach so gut versteckt. Wir haben einen Brief von Zelda bekommen. Das soll uns auf der Mission helfen, voranzukommen. Oh mein Gott, das arme Huhn, was machst du mit ihm? Ah, sorry. So. Na, ein weiteres. So, eins müssen wir noch hier irgendwo rumlaufen. Das ist es schon mal nicht. Ah, bis hierhin gelaufen, ey, cool. Jetzt auch schon längst nach Hause laufen können. Stimmt, eins brauche ich ja noch, um das andere da zu holen. Dann holen wir uns noch das letzte dann. Hi. Komm ich da hin? Wäre schon nice. Direkt draufkommen. Oh yes. Das auch wegschmeißen. Ja, willst du gerade einen einigen oder was, ey? Er kannst hier rum. Genau, bis dahin kannst du laufen. Ja, friss. Ja, danke, dass du meinen Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Eine leere Flasche. Yes. Cool. Kann sehr hilfreich sein vielleicht, ja. Ja, okay. Mal schauen. Hier. Kakariko Friedhof. Na dann. Gehen wir ein. Einfach zerstört. Oh, nix drinne. Cool. Friedhof. Einfach Friedhof. Aber hier können wir jetzt schon mal unsere Flasche ausrüsten. Wenn wir schon mal hier sind, hier ist ja immer ein schöner Käfer. Nehmen wir mal einen mit.
Hi, was geht? Hi, wer bist du denn? Na, deine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltruhe leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht so besonders grausig aus. Ey, bist du nicht einer der Bomber von Majora's Mask? Aber hier gab's dann was. Wenn immer solche Löcher sind, sollten wir die mit Käfern füttern. Wir haben nur einen Käfer gefangen, aber es kommen drei Stück raus. Das ist Logik. Wieder so ein goldenes Ding hier. Cool. So, hier sollten wir hin. Und Ocarina spielen. Also, die müssen wir jetzt immer wieder hier irgendwo platzieren. Okay. Oh, ja, mit den rechten Stick jetzt hier genau treffen immer. Perfekt. Ah, ein bisschen langsamer, dann geht's. Da stand dann irgendwas. Hier ist das Heil. Das Symbol der Königsfamilie, bla bla bla. Das heißt, wir müssen ja einfach die Ocarina spielen. Nämlich das Lied von Zelda. Und da fängt es einfach an zu regnen, genau. Ups. Einfach mal so Grabstein zerstört. War das so richtig? Hm. Auf jeden Fall ist ein Loch, wir gehen einfach mal rein. Königsgrab. Ach ja. Ach, hier kann man lesen. Erleuchte die lebenden Toten. Ich komme die Fledermaus jetzt hier rein. Mit eingegraben. Auf jeden Fall müssen wir die einmal besiegen. Hi, was geht? Flatternde Schatten lauern im Dunkel. Solange sie existieren, versperren sie den Weg. Ah, siehst du? Da haben wir jetzt herausgefunden, dass man die besiegen muss. Feuer habe ich jetzt nicht dabei, dass ich die Fackel anzünden kann. Ja. Das sind diese Dinge, Alter. Die schreien so komisch. Nein, 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 lass mich los. Ab! Er will mich aussaugen hier. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja. Okay. Und der bleibt da so, so hängen, ne? In der Luft. Okay, das schneide ich raus. Na Spaß. Natürlich wollen wir fortsetzen, was für eine dumme Frage. War eigentlich auch gar nicht so geplant. Aber wenn ich dich einmal festhalten, dann kannst du kaum noch wegkommen. Das auch nicht vor denen stehen, sondern muss hinter denen laufen. Weil die schreien, bewegen sich und wenn du dann zu nah stehst, dann wollen sie dich aufsaugen. Und damals als Kind hatte ich von denen irgendwie voll die Angst. Oh, lese immer. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Aber einige leben davon noch, also weiß ich nicht. Tot sind sie nicht wirklich. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut.
ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Ja, kann passen, ne? Wir erlernen ein weiteres Lied. Hymne der Sonne. Nennt sie sich. Hat sich nicht viel geändert, kann man sagen. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Gut. Ruhe, Rebel, oh. Okay. Das heißt, wir können jetzt Tag und Nacht machen. Das ist schon mal nice. Ja, komm. Er bewegt sich gar nicht, ey. Nein, da hab ich keine Lust. Keine Lust, mich zu bewegen. Beam mich hoch, Scotty. Jetzt ist es einfach nachts. Cool. Und war das der Grabstein? Junge, kennt er sich noch aus hier? Cool. Da, den müssen wir einfach schnell besiegen hier. Hopp. So von der Seite oder von hinten? Der hat aber viel Leben, ey. Pass. Was müssen wir hier nochmal machen? Ich glaube, die Hymnen spielen nochmal. Ja. Richtig geheim, ne? Unglaublich. Das ist gut versteckt. Jemand hat sein Herzteil noch mitgenommen in seinen Grab, ja, ne? Kann man machen. Erste ist das sogar, ne? Cool. So. Immer war hier noch welche Grabsteine, die wir wegschieben konnten. Der hat da ja nichts dagegen, der Typ. Der sieht echt gruselig aus. Man kann ja auch jeden wegschieben. Aber es lohnt sich nicht. Naja, die Mauer kann man noch wegspringen mit Bomben. Da war dann eine Feenquelle. Das Hylia-Schild haben wir gefunden. Cool. Können wir das mal direkt ausrüsten? Zack. Viel größer und mächtiger. Das sollten wir auf jeden Fall benutzen. Hier war jetzt hier nicht noch irgendwo ein weiteres Grab, wo Blumen sind. Ja, die kriege ich ja noch gar nicht. Hier nicht noch ein Grabstein mit Blumen? Nein. Da nicht. Hi, was geht? Oh, hey Greiner, was hast du hier zu suchen? Ha, ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchen aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Lasst uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? Ich glaube, wir sind nicht auf einem Dinges. Wir sollten einfach mal weitergehen, dann können wir graben. Aber der braucht ziemlich lange. Hier ist keine Erde. Hier ist Erde.
irgendwo gibt es noch ein Herzteil, deswegen versuchen wir mal das zu bekommen. Wenn wir hier schon sind, ne? Also ja. Muss ein Stückchen weggehen, sonst geht er nicht weiter. Aus welchem Grund auch immer. So, jetzt können wir hier graben. Vielleicht haben wir direkt Glück und finden das. Aber es ist immer zufällig, was da drin ist. Aber wir kriegen was, 20 Rubin, glaube ich. Ja, ne? Cool. Oh. Hier? Ja? Naja. Ein Rubin. Fünf. Ah, geht ja auch. Nur fünf Verlust gemacht. Ist ja voll in Ordnung. Hier sind direkt zwei Erdflecken, wo man graben kann. Sehr schön. Ich weiß, der ist schon nicht mehr der Jüngste. Dieser Boris. Nein, hier ist nicht. Oder schandelt er noch nicht richtig drauf? Kann natürlich auch sein. Nee. Nein, hier ist nicht. Ah, ein Rubin, dann ernst. Für das Herzteil. Ich könnte jetzt noch auf jeden Fall zweimal graben. Ja, tut mir leid, der braucht so lange. Achso, wir stehen jetzt so nah. Hi. Dann grab mal hier. Oder ist das Herz immer an der gleichen Stelle? Nee. Hier noch ein. Ja, das ist noch ein, oder? Alles wegen einem Herzteil. Ein bisschen graben hier. Aber wir haben so Pech, dass es einfach beim letzten ist. Nein, hier ist nichts. Ja, cool. Geister! Ich muss jetzt mal hier runterkommen noch. Dann können wir auch ruhig kämpfen. Der hopp! Und er bin nicht weitergelaufen, Alter. Ich fass es nicht. Ja, schnell. Gott sei Dank haben wir gerade noch 5 Rubinen gefunden. Na, jetzt ist er schon vorbei an dem Loch. Oh, ist er blöd. Wahrscheinlich war da eins. Vielleicht haben wir ja Glück, das ist jetzt genau noch hier. Ein Rubin, ernsthaft. Okay, guys, dann werden wir kurz einen Cut machen. Und sehen wir uns gleich hier wieder an dem einen Loch, obwohl wir noch nicht gegraben haben. Vielleicht nehmen wir das Herzteil dann noch. Wäre natürlich geil. Bis gleich. Ach, nur wieder eine Rubine. Nicht dein Ernst, ey. Was soll ich jetzt noch graben wegen das Herzteil?
Ach Mann. Oh ja, ich habe das jetzt dann gefunden. An jetzt auf einmal hier an dieser Stelle, wo wir schon eben mal gegraben haben. Wahrscheinlich wird es einfach resettet, wenn man hier den Friedhof verlässt und dann wieder drauf kommt. Ups. Immerhin habe ich das jetzt gefunden nach einigen Minuten. Und dann können wir jetzt weitermachen hier. Ein Käfer habe ich mir noch gefangen. Können wir gleich noch gebrauchen. Hier gibt es auf jeden Fall noch im Dunkeln noch einiges zu sammeln. Sagt Nummer 1. Ich weiß gar nicht, so 5 Stück sollten wir hier jetzt noch finden. Hier ist Nummer 2. Dann sollte sie nicht. Nummer 3 hier am Baum. Hier und 5, genau, 5 Stück. Vorerst hier. So. Nummer 4 hier an der Wand. Und Nummer 5. Einmal da oben, okay. Auf dem Dach sitzt einfach einer. Schaut den Vollmond an. Er gönnt sich richtig. Okay, dann können wir jetzt hier weitergehen. Ich glaube, wir zeigen einfach den Brief, den wir bekommen haben. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Jetzt haben wir noch nicht gelesen, was da stand, aber irgendwie sowas. Das ist Basti. Er ist unterwegs. Hat eine Mission oder sowas. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Vulkan ist noch immer aktiv. Im Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Ja, die Hälfte ungefähr. Aber wir haben schon ein starkes Schild gefunden auf dem Friedhof. Ich muss es nicht tun, aber immerhin habe ich dir immer gefunden. Ach genau, die Maske, der wäre eine Maske haben. Schon die ganze Zeit ihm eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Du musst mir meine Maske aus dem Laden besorgen. Ich meine nur, wenn du zufällig mal nach Harrow kommen solltest. Ich kann hier nicht weg, mein Job. Tja. Das ist Pech, wenn man so einen Job hat, ne? Gebirgsfahrt. Aha, okay, let's go. Vulkan? Hier ist noch kein Vulkan. Hier sind nur hässliche Spinnen. Die auch nichts drauf haben. Ich treffe die nicht. Ja, das ist nice, ey. Wir laufen einfach mal vorbei, Guys. Navi will mir nur sagen, dass die Folge für heute auch schon wieder vorbei ist, Guys. Wo geht's jetzt als erstes hin? Genau, erstmal zu den Geronen müssen wir.
Hau ab. So. Dann laufen wir mal direkt rein. Juhu! Goronia, Stadt der Goronen. Ah, hier sind wir wohl richtig. Was uns hier und noch weiteres. Was uns noch erwartet hier und noch weiter in auf dem Vulkan eventuell. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur nicht mehr, was ihr bleibt, fehlt im Schild und ciao.